Ja, mit 1.4. wurden in Japan zwei Fabriken zusammengelegt. Die eine Fabrik aus Yokohama, die hauptsächlich für den Bereich der Systemkamera und Studiokamera tätig war. Mit der Fabrik in Kadoma, Osaka, die sich hauptsächlich um die Schultercamcorder und Palmcamcorder entwickelt hat. Jetzt haben wir für beide Bereiche haben wir jetzt die Kompetenzen zusammengelegt und möchten auch hier natürlich weiter starke Innovationen für den Markt bringen. Somit haben wir auch die Strukturen in Europa neu überdacht und möchten auch unseren Fokus für unsere Kunden verstärken, indem wir auch ein dediziertes Management im Bereich Broadcast auf europäischer Ebene geschaffen haben, sodass wir unseren Kundenansprüchen zukünftig auch besser Genüge leisten können. Ja, durch die Strukturänderung in Europa bekommt Herr Jérôme Berard, der bisher der Leiter der Abteilung war, der bekommt eine neue Aufgabe. Er geht nach Japan zur Panasonic System Solution Japan, wo er eine führende Position erhält. In Europa habe ich mit 1.4. das Management übernommen für Panasonic Broadcast Europe. Und in Deutschland haben wir ebenfalls einen neuen Country Manager, das ist der Herr Uwe Rohr, der dem Markt sicherlich schon seit sehr vielen Jahren sehr wohl bekannt ist. Der Herr Rohr wird dann den Bereich Deutschland-Österreich leiten für den Bereich Broadcast. Und Herr Fleming, der das im letzten Jahr getan hat für die Projektoren und für Broadcast, wird sich zukünftig auf den europäischen Vertrieb des Geschäftsbereiches Projektoren kümmern. Durch die Zusammenlegung der Kompetenzen in Japan erwarten wir natürlich auch weitere Produktinnovationen. Eine ist die Einführung des AVC Ultra-Formates, unseres neuen Kompressionscodecs. Eine weitere sind natürlich auch 3D-Innovationen, wie wir auch dieses Jahr die neue Schultercamcorder vorstellen. Und somit möchten wir auch von der Vertriebs- und von der Marketing-Ebene in Europa wieder gestärkt an unsere Endkunden herantreten, um einen noch besseren Service zur Verfügung stellen zu können. Die Verlegung des Services in eine zentrale Stelle in Europa nach Cardiff ist im letzten Jahr sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Wir haben sehr, sehr gute Resultate daraus auch erzielen können, sodass unsere Endkunden eine schnellere Reparaturzeit genießen können, eine schnellere Ersatzteilverfügbarkeit auch mit einbezogen ist. Im Bereich des Vertriebes wird sich jetzt durch die direkten Ansprechpartner nichts Wesentliches ergeben. Die bisher bekannten Ansprechpartner bleiben nach wie vor erhalten und werden sich auch zukünftig dediziert um den Bereich Broadcast kümmern.